zu Reno. Mokuccino. Gaming Pals. Wir haben es geschafft. Yes. Yes. Wir haben jetzt aber wie viele Anläufe braucht? Ich glaub, nochmal 6 Versuche seit dem letzten Video. Oh, wir haben sie alle umgebracht. Endlich. Und jetzt geht's auf den Aufzug bei Dead Nation Apocalypse Edition auf der PS4. Ja. Open Game Night hackt er mal. Ganz genau. Und los geht's. Wir haben nichts mehr an Granaten, an alles. Ja, da oben gerade ist noch ein bisschen gefährlich, glaube ich. Ja, aber ich bin nicht ein Flair-Teil oder so. Bist tot. Ja, aber sowas von flott. Super flott. Ja. Hör's auf. Nee, wir dürfen nicht sterben. Das ist die Schande. Gut. Super. Oh, man. Jetzt hört's einfach mal auf. Ja, da bleib ich jetzt nochmal stehen. Nur 5-mal bestimmt. Bitte, lass jetzt einfach mal das Level zu Ende sein. Dramatik. Oh. Nein. Los, lass mich rein. Lass mich. Wieso? Yes! Jawohl, wir kommen bei der Open Game Night. Wir haben den nächsten Checkpoint endlich geschafft. Boah. Oh, Mann. Oh, was ist das? Sprengkraft? Das ist, glaube ich, eine richtig gute Idee. Okay, und jetzt spare ich auf die Klingenkanone, weil die ist anscheinend richtig fancy. Fancy. Mhm. Aber da kann ich mir jetzt womit nicht. Das geht immer. Das geht immer. So. Mein Gott. Luis. Emanation. Oh ja, Klingen. Alter, es ist teuer. Man sind wohl doppelt so groß, die Klingen. Ja? Ist gescheiter. Jetzt habe ich 10 Klingen, nehme ich davon. Ist gescheiter. Herrgott. Hallo, seid mir jemand? Was ist das hier? Ja, nehmen wir mal. Molotov Cocktail. Molotov. Oh. Voll aufgewertet. Okay. Oh, ich bin ein Waffenspezialist. Mhm. Also. Weiter geht's, hätte ich gesagt. Jetzt muss langsam der Showdown kommen, oder? Der Showdown? Ich weiß nicht, wie lange dieses Spiel geht. Boah. Hinter uns. Kommt. Wow. Au. Oh, eine Schaufel. Okay, Schrotflinte. Ja. Es geht wieder so weiter wie immer nach jedem Checkpoint. Wir sterben erstmal. Ja. Sehr gut. Lern mal Schrotflinte. Ich glaube auch, ja. Und erstmal die. Ah, du verbrennst sie. Oh nein, ich muss noch haben. Bist du wieder tot? Ja. Okay. Irgendwie brauchen wir da eine andere Taktik. Ach, was soll's. Ich hau mit der Klingenkanone mal rein und werf alles, was ich hab. Ja, und dann wird es richtig haarig danach. Ich sehe schon, komm. Warte, wir kümmern uns jetzt erstmal um die, die da runterfallen. Du musst aber warten, bis sie aufstehen. Weil so treffen wir die nicht. Ah, und von da kommen jetzt auch. Okay, was soll's? Ey, jetzt gibt's erst mal eine Granate. Lass mich jetzt mal in Ruhe. Ich habe hier mein Feuerwehr mal gebaut. Gut. Ah, ich bin da unten. Jetzt, ich hoffe, dass ich weiß. Und er lebt noch. Hä? Und hat dich schon wieder umgebracht. Der ist wieder aufgestanden. Sag mal! Und dann kommen sie mit den Schaufeln. Wie macht das weg? Kein Problem. So, also von da unten kommen sie. Nein, nicht du. Klingenkanone wird mal reingejagt. Sehr gut, sehr gut. Oh, die ist voll saugut, hält das mal an. Pass auf. Ui. Ich brauche jetzt dann auch eine. Ich spare schon ganz fleißig.
Ja, geht doch. Ist das super einfach. Ich weiß gar nicht, was alle mal haben. Die Klingwaffe. Wo kommen die mal alle her? Das ist wieder ein Soldat. Na, no, schießt euch einfach alle selber zusammen. Man sieht schon wieder nichts. Also es läuft doch ganz gut. Das läuft doch. Und schon wieder verrecken wir alle. Da bestimmt kommen wir hier raus. Mann. Nee, aber es gibt einen Läufer, aus dem Müllcontainer. Oder was auch immer das. Also, aber dann ach Luki. Ich liebe meine Müllcontainer. Einfach. Wie hieß dieses grüne Ding bei der Sesamstraße, glaube ich, das in der Mülltonne gewohnt hat? Samson? Nein, Samson war der Bär. Grüne Monster. Nee, das ist grün. Irgendwas mit G? Ich weiß nicht, der hatte einen Namen auf jeden Fall. Aber wie genau das Ding hieß, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Die können da oben drüber gehen. Die sind drauf. Oh, nicht zu weit nach oben, jetzt kommen sie von oben wahrscheinlich. Ja, Wichser. Einer. Alle leben noch. Nur ein. Sag ich doch, von unten kommen sie wieder alle. Also von oben. Also von überall eigentlich. Von überall. Und ich will jetzt nicht schon wieder meine komplette Schrotflintenmunition verbrauchen. Okay, das war es jetzt aber, oder? Haben wir es jetzt dann Checkpoint. Vielleicht mal. Ja, wir bräuchten langsam wieder einen Checkpoint. Oh, um drüber gehen, ne? Weißt du was? Für die Dase. Arsch. Bliert. Bliert. Oh Gott. Lebt da noch einer. Mhm. So. Natürlich. Also ihr habt daneben geschossen. Ich glaube, wir haben beide drauf, aber die halten einfach so viel aus. Die halten mehr aus als die Läufer. Was ist? Da geht er. Ja. Kein Stress. Shotgun, es ist überhaupt kein Stress. Mhm. Wieso, was kann ich da, wie ist das, wieso kann ich das nicht sehen, wieso leuchtet das? Geh mal unter die Treppe. Nee, egal. Aber es leuchtet ganz schön hell. Wurscht. Ah. Schauen wir uns erstmal um, bevor wir den Schalter drücken, oder? Mhm. Ich will auch so eine Klingenwaffe. Die ist brutal. Da oben rennt irgendwas Brennendes durch die Gegend. Ne, es ist runtergefallen. Okay. Problem gelöst. Drücken wir mal das Knäpfle. Was auch immer das macht. Oh, warte mal, ich hol gleich die Klingkanone und tu schon mal Molotow vorbereiten. Meinst du, da oben kann man durch die Treppen, durch das Feuer laufen? Und dass dahinter was ist? Drüben. Ja, da ist so ein Feuer. Kann sein, dass uns alle wieder sterben, aber... Oh ja. Und die brennen. Super. Aber ob hier was ist? Ist die andere. Aha. Aha. Ihr habt doch gewusst, dass ich Geld gerochen habe. Kann man hinten auch noch hin? Da schauen wir jetzt gleich mal. Das klingt noch nicht so. Nee. Aber irgendwie müssen wir da noch hinkommen. Da ist ja aber nichts, oder? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Nee, scheißegal. Und wie wir schnell rennen? Nein, genau falsch. Ah, ich hab's geschafft. So. Ich dachte, da kommen mehr Leute. Ich dachte, da kommt überhaupt jemand.
Ich kann ja Schrot wieder nehmen. Es ist ein Rifle. Ah, Rifle. Rifle. Ja, hast du mal gedacht, gell? Du kannst jetzt was machen, aber nein. Nein. Das ist das Thema, aber mein Null. Oh, langsam. Nee. Nimm dir. Ich versuch's. Die Molotovs sind schon nicht schlecht, um sie aufzuhalten. Ja, aber das war's dann auch schon wieder. Ja. Also starten tun sie davon nicht? Nee. Das war's mal richtig gut geworfen, hey. Voll. Nicht schlecht. Sonst schmeiß ich sie immer in die falsche Richtung. Die fetten wieder, die riechen noch wieder, dass wir Burger gegessen haben. Ja. Es hat ganze... Oh, ich bin tot. Warum auch immer. Also hat ganze 2 Stunden gedauert, bis unser Essen kam. Ja. Wahnsinn. Fast Food, nicht vergessen. Ah, super schnell ging das. Wir sind außerdem so viele auf dem Dach. Mama, ich mach's jetzt ganz, ganz. Ich versteh's, wenn es nur in den Gebäuden ist irgendwie. Aber wieso sind die alle auf dem Dach? Die mögen's da halt. Da ist schön. Da schneit's. Es klingt groß. Wo sind das die unten? Jetzt bist du wirklich runter. Schauen wir mal erstmal kurz nach, wie es da hinten weitergeht. Mit zu vielen. Oh Mann. Shotgun. Ich hab schon ein bisschen Angst, oder nicht? Ich versteh. Ständig. Das waren die von unten wahrscheinlich, ja. Schau mal. Jetzt Alter. Da. Nee, das waren nicht die von unten. Das waren einfach nur irgendwelche Leute, die da irgendwo herkommen sind. Da gibt's jetzt aber Schönes. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht stirbst du jetzt auch. Räufe. Boah. Man kann ja mal gucken, ob es irgendwas Schönes gibt für mich. Da gibt es bestimmt was Schönes. Und jetzt kommen sie alle. Was? Ja, super. Das wäre jetzt Kohle da gewesen. Hätte ich gesagt, alles klar, hat sich gelohnt, aber... Sind es da oben alle? Mhm, jetzt haben sie wieder ein paar angesammelt. Ich glaube, das ist schwierig. Der kann nicht nach oben schießen. Nee. Oh Mann, ey. Das war. Naja, gut. Die ganzen Dicken mit ihren Aktentaschen. Dass sie jetzt mal alle runterkommen würden. Nee, immer nur einer. Ist doch nett, die warten wenigstens alle auf dich. Und das war's. Mein Gott, da habe ich so einen auf Sneaky gemacht und bringt halt nichts. Sneaky Typ, du. Ja, er hat gesagt, wir schauen einfach, was in der nächsten Folge so. Was wir halt endlich mal schaffen. Ja. Wer weiß. Ich bin der Mo. Ich bin der Hector. Und mach's gut. Mach's gut. Bis später.